Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein Potluck-Video. Gestern am 9. Mai fand hier in Leipzig im Agrapark der 35. Rohkost-Potluck statt. Im April 2015 habe ich zum ersten Rohkost-Potluck im Agrapark aufgerufen. Wir gehen also praktisch schon in das vierte Jahr. Für alle, die jetzt noch kein Potluck Rohkost-Potluck im Agrapark. Ein Potluck, rohköstlich, Romero-Kost. Jeder ist herzlich willkommen, Fleischesser wie Vegetarier, wie Veganer, wie Rohköstler. Unser rohköstliches Tischlein deckt dich ein wundervolles, buntes, rohköstliches Buffet. Juni-Potluck. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem. Nicht so schnell. Du hast das Beste ganz vergessen, die Kommentare. Die Likes sind in blau neben dem Kommentar hervorgehoben. Schauen wir doch mal, was wir da haben. SNJPRL schreibt, so. Jetzt hab ich Hunger. Super inspirierendes Video. Danke. Null Likes. Miriam Schwegler spielt öfter mal mit ihren Schülern. Null Likes. Hallo Hallo findet das Video auch sehr schön. Null Likes. Josef Eichel kommentiert. Pure Monokosttränen lachendes Smiley. Null Likes. Mal weiter oben schauen, ob wir da was Interessantes finden. Shirelan Kolapri. Null Likes. Alena Alina. Null Likes. Alle Null Likes, nächste Seite. Leel, da fragt jemand, ob Silke selbst Bräuner benutzt. Noch was Interessantes? Janette Zwolinski kommt auch aus Leipzig. Ein Like. Peiler Annike kommentiert tolles Video. Nee, auch nichts Beachtenswertes dabei, also weiter zur letzten Seite. Leel, was sticht denn da aus der Masse der mit 0 bis 2 Likes bewerteten Kommentare raus? Edelbitter schreibt, Christians Bemerkungen und Bewertungen der Gerichte sind sowas von nervig. Kann mir einfach kein Video mit ihm anschauen. 13 Likes. Roffel absolute Zustimmung, naja, um ehrlich zu sein, schaue ich mir das Elend länger als jeder andere an, während ich den Scheiß hier zusammenschneide. Weiter im Text. Ja, schau mal an, was wir da haben. Peter Amere kommentiert mit satten 25 Likes wie folgt. Die Potluck-Videos sind für mich fast nicht auszuhalten, da mich die Art von Christian einfach mega aufregt. Mademai.de 111. Moldylux kommt bei seiner Zielgruppe wohl noch schlechter an als bei uns. Wird aber sicher nicht an seiner für jedes Kleinkind durchschaubar aufgesetzt klischeehaften möchtigen Geruert liegen oder an seinem zwanghaft egomanischen Drang, sich immer und überall in den Mittelpunkt stellen zu müssen. Ich habe Tränen gelacht, als die Hippies, alle außer ihm, nach der Revolution auf seinem Gästebett gekuschelt haben und er beleidigt das Licht angeschaltet und seinen Schlafplatz einfordert hat, um dieser für ihn so unerträglichen Situation ein Ende zu bereiten. Peter Amerer und Edelbitter absolute Premium-Herde, bitte sofort im Hassforum anmelden. Video. Was gibt's denn heute? Live-Crackers, Live-Bar, ja, die man richtig mal, ja, einfach... Ja, Convenience Food hier präsentiert. Vielleicht hat er einfach keine Zeit mehr gehabt, ja, was zuzubereiten. Boah, geil. Das könnte nur ein bisschen zu scharf sein, aber müssen wir mal gucken. Minimal Cayenne. Ja, ja, Minimal Cayenne, alles klar. Richtig geil. Sehr, sehr geil. Propolis ist übrigens nicht vegan. Doch. Propolis ist vegan. Ich kenn's bis jetzt nur mit Blumenkohl. Also jeden Fall mal probieren, trotz Avocado. Weißt du angeblich dein Rezept, dann weißt du doch was. Nein, das ist nicht mein Rezept. Hier ist noch ein Krautsalat mit Goji-Bären oder? Nein, das sind Berberitzen. Das angestoßener Kümmel. Ja, Mörser. Angestoßen, das ist auch nicht genau. Das ist ein Kümmel angestoßen. Na gut. Weil dieses Mal Oliven nicht so würzig genug, mir nicht würzig genug waren, dann habe ich ein bisschen Chilisalz dazu getan. Okay. Naja. Schade, bis dahin klang es echt lecker. Dann ist hier ein Salat mit Grapefruit. Kartoffeln, Brokkoli, Hanfsamen, Zitrone und Brennnessel. Okay. Und irgendwie Gesalz, Sojasauce, Salz, sowas dran? Gar nichts. Naja. Dann. So, dann haben wir den Obstsalat. Obst, brauchen wir nicht so extra sagen. Nur Tipp. Blumenkohl, Muskat, gerade in der Rohkost, richtig geil. Prise Muskat in Blumenkohl schmeckt mega geil. Auf jeden Fall. Ist jetzt leider nicht drin. Nee, ist er nicht. Das ist Trunk aus Gundelrebe, zweimal. Gundelrebe? Und einmal Waldmeister. Okay. Was heißt Trunk bei dir? Das ist, könnte man super neben die Brot da hinten hinstellen, da steht nämlich kein Dip. Weißt du? Vielleicht kann man das mal da zum Brot stellen. Ja. Kann das mal jemand machen? Kann man machen. Ja, gut. Frisches Obst und sogar mehr.
hat Tendenz zur Reife. Ja, und ich feiere auch zum Beispiel das Kacken. Das verstehen die Leute nicht. Da fließt einfach, setzt mich hin, ich muss auch gar nicht. Und dann ist einfach so, das ist ein natürlicher Prozess. Mich drückt da nicht, sondern wenn was kommt, genau ich bin los, was dann kommt. Und das ist total schön. Und die Leute also privat und diese ganzen, das finde ich richtig toll, dass sie das auch so sehen. Ja. Boah, ich fühle mich total gut. Hätte ich mal jemand, der mit mir zelebriert. Ne, ernsthaft. Aber wir haben es ja nun mal so gelernt, alles. Und das kann man eigentlich auch keinem übel nehmen, dass er das dann nicht hat. Alles klar. Rohkost-Potluck. Ich wollte mit dem Joachim immer mal ein Video zum Thema Gesundheit und Ernährung machen. Wir tauschen uns viel über Ernährung und Gesundheit aus. Und heute geht es wieder mal um das Thema Einlauf. Ich habe mit dem Henry schon zwei ausführlichere Videos zum Thema Einlauf gemacht. Und heute möchte ich noch mal vom Joachim erklärt haben, noch mal für mich und für euch, warum ein Einlauf bei Kopfschmerzen schnell helfen kann. Sogar meistens, weil... Heute habe ich wieder die Kathi neben mir stehen. Wir hatten das Thema so Weiblichkeit. Da ging es so um Frau sein. Mhm. Genau. Dann hatten wir über die Handystrahlung, ne, wie man Handystrahlung minimieren kann. Und mit Tobias hatten wir dann auch noch ein Video. Da ging so um den Potluck und... Genau. Du bist wohnungslos seit einem Jahr und lebst minimalistisch. Und du hast also keinen festen Wohnungssitz, du hast auch keinen Job. Wer möchte, dass Marius stirbt? Eins, zwei, drei, vier. Und wer möchte, dass Anna stirbt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hure, mach die Augen auf! Wo möchte die Hure diese Nacht schlafen? Ja! Rohkost-Potluck! Die Hardcore-Rohkost-Potluck? Ja. Rohkost-Potluck? Mit diesem reinen Rohkost. Reine Rohkost-Potluck? Das ist Wahnsinn, was die Rohköstler wegfressen. Unverschämt. Nur unverschämt. Deswegen, wenn ihr zum Rohkost-Potluck kommt, bringt große Massen mit. Ja, wenn der Hunger dann so groß ist, kann man auch mit. Der Brennnessel ist ja auch sehr sättig. Das stimmt. Achso, ich habe heute gar nichts gegessen, weil ich esse immer nur eine Mahlzeit am Tag. Buchweizen? Habe ich nicht probiert, aber ich esse auch gerade nicht. Große Bandbreite beim Rohkost-Potluck. Ich habe zum Beispiel diese Menstruation. Ich bekomme ja auch oft Anfragen, ob ich adoptiere oder so. Ah, okay. Interessant. Weil die auch so leben möchten wie meine Jungen. Froh, wenn ich mal nicht zubereiten muss. Ich bin auch mal froh. Jeder interessiert ist, herzlich willkommen. Genau, auch Fleischesser oder sowas. Ja. Alle, die sich dafür interessieren, jeder. Einfach hier, es wird halt jetzt hier nur Rohkost gegessen. Minimalismus, Spiritualität. Auswandern, Gemeinschaft. Macht's gut. Ciao. Ciao. Oh, 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 oh. Und Silke ist noch unverheiratet. Das heißt, Männer, wenn Interesse besteht. Oh.